Überall auf der Erde findet man Spuren unserer Ahnen. Es gibt Jahrtausende alte Wolkenkratzer. Alte Schriften berichten von furchterregenden, riesigen Waffen und von Überresten riesiger Bauwerke auf dem Meeresgrund. Wie haben damalige Ingenieure solche Werke vollbringen können? Riesenmaschinen. Mit der Wiederentdeckung der erstaunlichen Technik der Vergangenheit müssen wir unser vermeintliches Wissen über frühere Zivilisationen revidieren. Dies ist die Geschichte der stärksten, kompliziertesten und eindrucksvollsten Maschinen der Vergangenheit. Wir haben heute kaum eine Ahnung davon, dass es vor Jahrtausenden riesige Maschinen auf der Erde gab. Kräne, die tonnenschweren Marmor hoben. Unterwasserklauen, die Schiffe packten und auf den Grund hinunterzogen. Und wasserkraftbetriebene Sägen. Mit diesen Geräten wurden wundervolle Tempel und himmelhohe Monumente errichtet. Einige Maschinen würden sogar auf heutige Baustellen passen. Ein Besucher antiker Baustellen würde dort Maschinen entdecken, die man heutzutage auch auf modernen Baustellen findet. Aber Riesenmaschinen gab es auch da, wo neue Technik schon immer ausprobiert wurde, auf dem Schlachtfeld. Einfache Handwaffen wurden durch gigantische Katapulte und Steinschleudermaschinen ersetzt, Massenvernichtungswaffen der Antike. Heutige Ingenieure untersuchen deren erstaunliche Komplexität und Arbeitsweise. Im Altertum gab es riesige Bauwerke, Tempel, Amphitheater und Ähnliches. Sie zu bauen war natürlich eine schwierige Aufgabe. Überall auf der Erde, im Wüstenreich Karthago ebenso wie im Weltreich Rom, haben die großen Zivilisationen monumentale Bauwerke errichtet. Doch wie sahen die Baumaschinen dafür aus? Kann die moderne Wissenschaft herausfinden, wie die antike Technik funktionierte? Am weitesten verbreitet waren mächtige Kräne, mit denen große Gewichte gehoben wurden. Alte Schriften berichten, dass der erste Kran 500 vor Christus beim Bau der Tempel von Ephesus in der heutigen Türkei benutzt wurde. Neue Forschungen lassen aber vermuten, dass der erste Kran schon viel früher als heute angenommen eingesetzt wurde. In Korinth, das einst Mittelpunkt des antiken Griechenland war, haben Archäologen überraschende Funde gemacht. Bei einer Grabung fanden Studenten der Athener American School of Classic Studies zwei etwa 3000 Jahre alte Kalksteinsärge. Wir wussten, dass hier ein Grab sein könnte, weil Teile des Gewölbes zu sehen waren. Aber die Studenten waren sich nicht ganz sicher. Nach einigen Tagen des Grabens stießen wir auf eine mächtige Deckplatte. Da wussten wir, dass es sich um ein bedeutendes Grab handelt. Die Archäologen staunten über die beiden enormen Sarkophage, besonders aber über deren Gewicht. Das in Ost-West-Richtung liegende Grab misst 3 mal 2 Meter und der Sarkophag ist riesig. Die beiden je über 3 Tonnen wiegenden Särge können nicht von Hand ins Grab gesenkt worden sein. Wie konnten die alten Griechen mit so großen Objekten so präzise hantieren? Am einfachsten war es wahrscheinlich, den Stein über Rollbalken von Ochsen hierher ziehen zu lassen. So haben sie den Sarkophag über das Loch gerollt und mit Seilen gesichert, die sie um seitlich eingerammte Pfosten geschlungen hatten. Damit konnten sie das Gewicht des Sarkophags halten und ihn, nachdem sie die Rollbalken entfernt hatten, mit Hilfe des bremsenden Reibungswiderstandes der Seile an den Pfosten langsam hinablassen. Doch die Archäologen haben heute eine andere Theorie. Die Griechen haben einen Kran zum Herablassen des Sarges benutzt. Sie glauben, dass der Kran dreieckige Seitenstützen hatte und dass der Sarg mit Seilen, die über den Querbalken liefen, präzise abgesenkt werden konnte. Hier befindet sich ein unterirdischer Monumentalbau für Tote. Von hier ist es nicht weit zu den oberirdischen Monumentalbauten um etwa 900 vor Christus.
Doch bleiben wir noch beim Rätsel der Sarkophage von Korinth und dem ersten Kran. Sie lassen vermuten, dass womöglich noch weitere riesige Maschinen der Antike unter der Erde auf ihre Entdeckung warten. Auch wenn bei den Särgen von Korinth der erste Kran tätig wurde, so brauchte es ein wahres Genie, um dessen komplexe Wirkungsweise zu erklären. Dieses Genie war Archimedes. Er lebte im 3. Jahrhundert vor Christus in Syrakus, dem heutigen Sizilien. Er, der später der Urvater, der Erfinder genannt wurde, war ein Visionär, dessen Ideen seiner Zeit weit voraus waren. Archimedes entdeckte ein mathematisches Gesetz, das Grundlage unzähliger moderner Maschinen, vom Kran bis hin zum Auto ist, das Hebelgesetz. Er berechnete, dass man schwerste Objekte mit geringer Kraft heben kann, wenn man den richtigen Hebel und den richtigen Hebelwinkel verwendet. Berühmt ist sein Ausspruch, dass er die ganze Welt aushebeln könnte, hätte er nur einen genügend langen Hebel. Erst die Entdeckung des Hebelgesetzes durch Archimedes machte es möglich, dass große Maschinen konstruiert werden konnten. Doch wurden seine Ideen je von seinen Zeitgenossen umgesetzt? Diese Zeichnung zeigt den Hafen von Amathos auf Zypern, der die Schiffe vor der rauen See schützen sollte. Der Hafen war ein riesiger Bau für den 5000 große Steinblöcke, von je 3 Tonnen Gewicht als Schutz gegen die Wogen des Mittelmeeres aufgeschichtet wurden. Das geschah wahrscheinlich mit einer Maschine, die über Hebel, Flaschenzüge und Winden verfügte, sodass sie große Gewichte heben konnte. Nachdem ein Abschnitt fertig war, konnte der Kran auf ihn zum nächsten vorgerückt werden. Mit dem Hafenkran von Amathos wurden Kräne zu beweglichen Maschinen, die den Gegebenheiten fast jeder Umgebung angepasst werden konnten. Es gab aber noch eine andere Riesenmaschine in Griechenland, mit der das vielleicht wichtigste Bauwerk der Antike errichtet wurde. In der klassischen Periode zwischen 500 und 336 vor Christus wurden 3 Tempel auf der Akropolis von Athen gebaut. Das Erechtheion, der Nike und der Parthenon-Tempel. Der Parthenon vereint die Architektur der Klassik mit allerhöchster Ästhetik. Das Besondere machen seine kleinen Geheimnisse aus. Dieses Gebäude symbolisiert die großen Errungenschaften der alten Griechen. Es steht seit 2500 Jahren dort oben auf der Akropolis. Die handwerkliche Meisterschaft beim Bau griechischer Tempel ist nie übertroffen worden. Jeder Block wurde handgefertigt und mit einem raffinierten Kran an seinen Platz gesetzt. Wir wissen viel über Kräne dank der Informationen, die die antiken Baumeister hinterlassen haben. Es gibt in Marmor gehauene Abbildungen. Ein Kran wurde von 10 Männern bedient. Er war 27 Meter hoch und konnte einen Block parallel zum Bauwerk hochhieven. Dann wurde der Kran zum Bau hin geneigt. Auf diese Weise war es möglich, den Block auch horizontal zu bewegen und ihn dann langsam auf seinem vorgesehenen Platz abzusetzen. Was zeichnete diese Riesenmaschine aus? Produktivität. Die Riesenkräne der Antike konnten Gewichte bis zu 20 Tonnen heben. Allein die Winde erhöhte die Kraft eines Mannes um das 20-fache, die Flaschenzüge noch einmal um das 3-fache. Die Kombination von Winden und Flaschenzügen bedeutete, dass die Arbeit von 600 Arbeitern von nur 10 Männern geleistet werden konnte. Die Produktivität verbesserte sich beträchtlich. Die Riesenkräne von Athen konnten alle 15 Minuten einen Block setzen. Da wundert es nicht, dass der gesamte Parthenon-Tempel in weniger als 10 Jahren vollendet wurde, einem Zehntel der Bauzeit der Pyramide von Gizeh. Manche glauben, dass wir heute nicht mehr das Können haben, um mit der Qualität der Bauten der alten Griechen mitzuhalten, die die Steine unglaublich präzise zurechtschnitten und setzten. Keiner kennt das Geheimnis hinter dieser Arbeit. Das Wissen darüber ist verloren gegangen. Heute versuchen wir zu begreifen, wie sie es gemacht haben. Man kommt nicht in diese Fuge hinein. Das heißt, sie ist perfekt. Die Marmorblöcke sitzen nahtlos aufeinander. Unglaublich.
Es gibt Hinweise, dass im Altertum überall auf der Erde Kräne benutzt wurden, sogar bei fantastischen, zirkusähnlichen Veranstaltungen. Alte Schriften sprechen von einem Orakel der Toten genannten Gerät, das bei bizarren Geheimritualen Verwendung fand. Die Menschen erhielten berauschende Getränke und wurden zu einer dunklen Höhle geführt. Dort hing, ähnlich wie bei heutigen Zaubershows, ein Priester an einem Kranseil. Auf die Menschen wirkte er wie eine über ihnen schwebende Geistererscheinung. Konnten unsere Ahnen wirklich so eine aufwendige Maschine bauen? Auf absehbare Zeit wird das Geheimnis des Orakels der Toten ungelöst bleiben. Wir werden aber weiterhin erforschen, wie und weshalb die großen antiken Zivilisationen Kräne verwendet haben. Dabei wird schon jetzt deutlich, dass die Römer darin Meisterliches erreichten. Vielleicht können wir auch herausfinden, wie ihnen Riesenmaschinen beim Aufbau ihres Weltreiches halfen. Die alten Griechen benutzten beim Bau ihrer Tempel und Monumente große Kräne. Doch erst eine antike Supermacht entwickelte diese Technik entscheidend weiter: die Römer. Das mächtige Römische Reich erstreckte sich über fast 5000 Kilometer, von Britannien im Nordwesten bis zum Jordan im Südosten. Um die vielen Völker beherrschen zu können, musste den raschen Eroberungen ein schnelles Bauprogramm folgen. Die Monumente erinnerten die Völker jahrhundertelang an ihre Niederlage. Doch die Römer hatten nicht Jahrhunderte Zeit wie die Ägypter, um ihre Bauwerke zu errichten. Sie mussten schnell bauen und große Kräne einsetzen, um ihre Bauten in Rekordzeit hochzuziehen. Rom verließ sich dabei auf das Genie eines seiner besten Architekten, Vitruv. Er entwarf verschiedene Kräne, mit denen die Kolossalbauten des Römischen Reiches errichtet wurden. Sein wichtigster Entwurf vervielfältigte die Hebekraft der Maschine mit Hilfe eines Rades, in dessen Innenseite 5 Männer liefen. Er verwendete auch eine verblüffende Technik zum Anheben der Marmorblöcke. Genau passende Metallkeile wurden in eine besonders geformte Aushöhlung des Blocks eingeführt. Waren alle 3 Keile eingesetzt und mit einem Splint gesichert, konnte der Block angehoben werden. Durch ihr großes Eigengewicht fügten sich die Blöcke fest aufeinander. Es war eine geniale Methode, Blöcke zu heben, ohne Seile unter ihnen durchziehen zu müssen. Einige der eindrucksvollsten Bauwerke Roms wurden mit demselben Riesenkrantyp errichtet, so auch die Trajanssäule. Die Säule ist ein auffallendes Monument, das Rom überragt. Sie war einst von großen Gebäuden der Römer umgeben. Kaiser Trajans Regentenname war Trajan Optimus Maximus, der beste und größte von allen. Als größtem Kaiser gebührte ihm natürlich die höchste Säule. Das Bauwerk ist 30 Meter hoch und ist aus 18 je 40 Tonnen schweren Marmorscheiben gebaut, die mit außerordentlicher Präzision aufeinander passen. In der Säule ist eine Wendeltreppe. Die Fenster sind kleine Schlitze. Man musste in jede Scheibe die Treppe hineinschneiden und sie perfekt aufeinander anpassen. Damit die Blöcke unverrückbar bleiben, musste man sie absolut sicher miteinander verbinden. Mit welcher Art Kran könnten die Arbeiten ausgeführt worden sein? Auf einem Grabsteinrelief im Mausoleum der Hatheria findet sich ein bedeutender Hinweis, wie Kräne im alten Rom benutzt worden sind. Das Relief zeigt, dass die Römer 5-fach Flaschenzüge kannten, die von 5 Spezialisten bedient wurden. Und es beweist endgültig, dass die Römer eine besser entwickelte Krantechnik als alle anderen antiken Völker hatten. Die römischen Baumeister der Trajanssäule benutzten die raffiniertesten Kräne ihrer Zeit. Auch die von den Römern aus Ägypten herangeschafften Obelisken wurden mit diesen mächtigen Maschinen aufgerichtet. Leider ist kein antiker Kran vollständig erhalten geblieben. Nur anhand dieser Obelisken kann man erahnen, wie die alten Baumeister Kräne benutzt haben. In Deutschland haben Ingenieure erstmals den Versuch unternommen, einen antiken Kran zu rekonstruieren.
Hilft uns vielleicht das weiter, um deren Bauweise kennenzulernen? Dieser Kran wurde vor 20 Jahren als Rekonstruktion gebaut. Dieser Teil ist die Winde des Krans. Hiermit werden die Flaschenzüge bewegt. Vier Männer müssen an diesen Handgriffen drehen und dadurch das Seil auf dieser senkrechten Achse aufwickeln. Von der Winde führt das Seil zum Kran, wo es auf einer Trommel aufgerollt ist. Das ist ein sehr einfaches Transmissionsprinzip. Während das Seil vom großen Rad abspult, wird ein anderes, mit dem der Stein hochgehievt wird, auf der Achse aufgerollt. Dies ist sozusagen das Kraftzentrum des Krans mit vierfacher Transmission. Man braucht also ein vierfach längeres Seil, dafür aber nur ein Viertel der Kraft zum Heben. Diese erstaunliche Maschine arbeitet nach demselben Prinzip wie ein modernes Getriebe. Das Transmissionsprinzip verlängert das Seil, verringert aber den nötigen Kraftaufwand. Hier sehen wir einen wichtigen Teil zum Hochhieven von Steinblöcken, nämlich ein paar mehrrädrige Flaschenzugblöcke. Einen Block hier unten und einen da oben. Wir haben hier mehrere miteinander verbundene Maschinen. Um den Kraftaufwand zu verringern, muss man das Seil verlängern. Geschieht das mehrfach hintereinander, ist das sehr effektiv. Der Xantener-Kran benutzt Flaschenzüge zur Kraftverstärkung. In der Antike hatte man noch andere, sehr raffinierte Kniffe in petto. Man benutzte Räder mit automatischem Antrieb und machte daraus eine Riesenmaschine. In Südfrankreich findet man in Barbegal Überreste einer bahnbrechenden Technik. Den Antrieb einer Mühle besorgten 16 Wasserräder. Doch bei unserem Bemühen, hinter die Geheimnisse der antiken Riesenmaschinen zu kommen, ergeben sich immer weitere Rätsel. Wie haben die Menschen damals die Steine zurechtgesägt, die sie für so große Bauwerke benötigten? Überall auf der Erde hat der Mensch große Steinbauten errichtet. Die römischen Statuen, die griechischen Tempel und die ägyptischen Pyramiden. Heutige Ingenieure wollen ergründen, welche Riesenmaschinen für diese Bauten benutzt wurden. Ein bemerkenswerter Fund wirft die überraschende Frage auf: Hat man damals eine mechanische Säge mit mehreren Blättern verwendet? Die antiken Riesenbauten haben wahrhaft erstaunliche Ausmaße. Jahrtausende bevor es moderne Lastwagen, Kräne und Bagger gab, wurden kolossale Gebäude aus Stein errichtet. Früher glaubte man, dass diese architektonischen Wunder nur mit Hilfe der Muskelkraft tausender Ochsen und Sklaven vollbracht werden konnten. Heute entdeckt man, dass unsere Vorfahren riesige Maschinen benutzten. Die Steine zum Bau der Akropolis wiegen 20-mal mehr als die Freiheitsstatue. Dennoch ist es die schiere Größe der römischen Bauten, die am meisten beeindruckt. Am äußersten Rand des Römischen Reiches, im Libanon, liegt der Stein des Südens. Mit über 1200 Tonnen Gewicht ist dieser Obelisk der größte bearbeitete Stein, der je gefunden wurde. Wie schnitt man in der Antike die Steine für die Bauprojekte zu? Und wie wurden sie über hunderte von Kilometern zur Baustelle transportiert? Unsere Frage nach den Maschinen, mit denen der Stein des Südens bearbeitet und transportiert wurde, führt uns 4500 Jahre zurück, zu den legendären Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Es dauerte 100 Jahre, die 2,4 Millionen Kalksteinblöcke aufzuschichten. Doch welche Maschinen benutzten die Ägypter, um dieses Weltwunder zu errichten? Dieser große Stein- und Trümmerhaufen ist der Überrest einer Baurampe, auf der die Steine beim Bau des Turmes nach oben gebracht wurden. Der Turmbau blieb unvollendet. Als der Tempel Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegt wurde, ließ man diesen Steinhaufen liegen, um die damalige Bautechnik zu verdeutlichen. An beiden Seiten wurden Rampen gebaut, damit zwei Arbeitsgruppen gleichzeitig auf jeder Seite bauen konnten.
Am Karnak-Tempel in Ägypten finden sich noch mehr Hinweise auf die Technik damaliger Tempelbauer. Hatte man die Blöcke für einen Teil des Tempels aufgeschichtet, dann wurden sie, wie bei dieser Säule hier, in die gewünschte Form zurechtgeschnitten. Man formte den Tempel also regelrecht aus den Blöcken. Diese wurden in eine runde Form gebracht, und zwar von oben nach unten, und so lange bearbeitet, bis sie die richtigen Maße und Formen hatten. Doch wie wurden diese 1000 Tonnen schweren Steine angehoben und durch Ägypten transportiert? Im Steinbruch von Aswan gibt es einen monumentalen Hinweis. Dies ist der berühmte unvollendete Obelisk, der noch im Grundgestein liegt. An ihm kann man den Bearbeitungsvorgang nachvollziehen. Die Arbeit an ihm wurde aufgegeben, als sich im unteren Abschnitt ein Riss bildete. Er ist 40 Meter lang. Der fertige Obelisk hätte 1000 Tonnen gewogen. Einen Obelisken wie den unvollendeten von Aswan aus seinem Bett zu heben, wäre selbst heute mit unseren modernen Maschinen und Kränen schwierig. Hier liegt also ein kleines Geheimnis, wie man das geschafft hat. Aber man hat es geschafft. Wie konnte den Ägyptern das ohne Kran gelungen sein? Eine Möglichkeit ist, dass sie den Obelisken zum Rand einer trichterförmigen Grube gezogen und ihn dann hinabgelassen haben. Als der Obelisk dann senkrecht stand, haben sie die Ränder der Grube abgetragen. Eine alternative Möglichkeit ist die, dass der Obelisk um 34 Grad aufgerichtet und dann mit Seilen und Muskelkraft aufgestellt wurde. Doch neuere Hinweise legen nahe, dass die Ägypter fortschrittlicher waren, als wir bisher annahmen. Bei Karnak stießen Archäologen auf einen bedeutenden Fund, einen riesigen Steinblock, der offenbar nicht von Hand, sondern von einer Maschine bearbeitet worden ist. Hatten die Ägypter womöglich mechanische Sägen? Hier am Basaltboden kann man deutliche Sägespuren sehen, die durch die Bearbeitung des Blockes entstanden. Es gibt Anzeichen dafür, dass die massiven Blöcke in den Steinbrüchen mechanisch zersägt wurden. Eine Sägemaschine stellt man sich so vor, dass sie aus einem Rahmen bestand, der an den Seiten des Steinbruchs befestigt war. Auf dem Rahmen lag ein großer schwerer Block, an dem unten ein Sägeblatt befestigt war und der von Ochsen gespannen hin und her gezogen wurde. Mensch und Tier arbeiteten beim Zersägen zusammen. In einem heutigen Steinbruch in Ägypten wird nach demselben Prinzip gearbeitet. Hier sind Millionen Tonnen Steinblöcke mit mechanischen Sägen herausgeschnitten worden, die statt von Ochsen von einem Dieselmotor angetrieben werden. Die alten Ägypter sägten Felsblöcke für einige der größten Monumente aus, die Menschen je gebaut haben. Spuren im jordanischen Gerasa deuten darauf hin, dass die Menschen der Antike sogar noch fortschrittlichere Sägemethoden kannten. In der nahe Amman gelegenen Stadt Gerasa gibt es viele antike Ruinen. Archäologen glauben, dass sich in diesen Ruinen einst eine Art Fabrik zur industriellen Fertigung von gesägten Steinblöcken befand. Die Byzantiner verkleideten Kalksteinwände gern mit einer dünnen Marmorauflage. Diese kostensparende Methode nutzten auch die Römer beim Bau ihrer hübschen Gebäude in ihrem ausgedehnten Reich. Diese Kalksteinsäule soll der Schlüssel zu einem faszinierenden Geheimnis sein. Enthält sie Spuren einer antiken mechanischen Säge? Dieser Stein ist Teil einer Säule. In der byzantinischen Zeit wurde sie hierher gebracht, um daraus Platten zu machen. Es ist so perfekt, dass es nicht von Hand, sondern von einer Maschine gemacht sein muss. Dies ist eine Rekonstruktion der hier vermutlich verwendeten Maschine. Tausende Liter Wasser trieben ein Wasserrad an, das wiederum eine Holzstange hin und her bewegte, die die für die großen Sägeblätter notwendige Energie übertrug. Durch die Lage der Kurbelscheiben wissen wir, wo sich das Wasserrad befand.
Die Kurbelscheiben der Maschine waren mit zwei Balken verbunden, an denen je ein Vierfachsägeblatt befestigt war, das die Marmorsäule zersägte. Man benutzte Sand als Schleifmittel. Der Sand sorgte für die Reibung, durch die die Eisensägeblätter tief in den Stein schneiden konnten. Die automatische Sägemühle in Gerasa ist eine faszinierende neue Entdeckung. Wir vermuten jetzt, dass es vor Jahrtausenden ähnliche Sägewerke auf der ganzen Erde gab. Automatische Riesenmaschinen sind demnach keine Errungenschaft der Moderne. Schon unsere Vorfahren haben sie verwendet. Doch wieder waren es die Römer, die diese antiken Maschinen optimierten. In einem 2000 Jahre alten Text des römischen Schriftstellers Plinius gibt es die Beschreibung einer in der Antike einmaligen Sägemaschine. Wie man glaubt, beschreibt Plinius die erste mechanische, mit Wasserkraft betriebene Säge. Doch es ist nur eine Beschreibung. Niemand weiß, ob sie tatsächlich funktionierte. Richard Windley ist Modellbauer und Experte in der Rekonstruktion antiker Erfindungen. So wie dieses Modell könnte die Maschine ausgesehen haben. Die Antriebskraft kommt vom Wasserrad. Das dreht sich und auf seiner Achse sitzt das Antriebsrad, über das das Sägeband läuft. Es funktioniert nach dem Schmirgelprinzip, wobei der Schmirgelsand mit Wasser vermischt wird. Man nimmt an, dass ein Arbeiter auf dem Block saß und die Schmirgelflüssigkeit auf das umlaufende Sägeband goss. War der Block durchgesägt, wurde er zur Seite geschafft und der nächste kam an die Reihe. Liegt in Plinius' Maschine, die nur mit Sand, Draht und Wasser arbeitete, die Erklärung, wie die Römer große Bausteine herstellen konnten? Ebenso wie unsere Vorfahren Maschinen erfanden, die Felsen zerteilten, schufen sie Riesenmaschinen, die die Feinde auf dem Schlachtfeld zerschmetterten. Sie bauten riesige Kriegsmaschinen, furchtbare Belagerungsmaschinen, die Städte zerstören konnten, und Supermaschinen, die ganze Flotten versenkten. Schon die alten Griechen und die Römer entwickelten mächtige Katapulte, die schwere Steine schleuderten, um damit Befestigungsanlagen zu zerstören. Ihre Belagerungsmaschinen waren furchterregend, denn sie waren Teil eines mächtigen Waffenarsenals. Die großen Katapulte wurden mit aufgedrehten Seilen gespannt und konnten große Steinkugeln gegen Festungswälle schleudern. Die größten Katapulte waren 6 bis 9 Meter hoch, was auf die Verteidiger schon psychologisch einschüchternd wirkte. Diese Katapulte konnten Mauern zerstören und ganze Truppenteile niedermähen. Es muss furchtbar gewesen sein, so einer Maschine gegenüberzustehen. Im Mittelalter gab es einen technischen Quantensprung, der die bis dahin zerstörerischsten Kriegsmaschinen der Welt hervorbrachte. Flaschenzüge, Seile und Tretmühlen, die schon Griechen und Römer kannten, wurden zu einem ausgeklügelten Waffensystem zusammengefügt. In Warwick Castle in England haben Historiker und Handwerker eine dieser Riesenkriegsmaschinen naturgetreu nachgebaut. Dies ist ein Belagerungskatapult aus dem 14. Jahrhundert. Die Chinesen führten es im 3. Jahrhundert ein. Dann kam diese Technik in den Mittleren Osten, wo sie die Europäer während der Kreuzzüge im 11. Jahrhundert kennenlernten. Der Hauptantrieb besteht aus großen Tretmühlenrädern. Die rotierenden Räder drehen die Zentralachse, die das Windenseil aufwickelt. Das ist oben an dem Arm befestigt. Nur mit der Muskelkraft der Männer wird das 5,5 Tonnen schwere Kontergewicht hochgezogen. Die Soldaten laufen wie in einem Hamsterrad. Ihre Muskelkraft wird zur tödlichen Vernichtungswaffe. Der Arm senkt sich. Ich halte den Auslöser bereit. Langsam. Und halt. Nun kommt einfach der Sicherungsstift in den Ring. Das Seil muss wieder gelöst werden, damit der Wurfarm vorschnellen kann.
Der gesamte Druck der gespannten Maschine lastet nun auf dem Sicherungsstift. Die Räder drehen sich nun rückwärts, damit das Seil wieder entspannt wird. Die Energie dieser hölzernen Belagerungsmaschine ist gewaltig. Energie wird in Joule gemessen. Ein Profi-Baseball-Pitcher wirft den Ball mit 2 Joule. Wir schleudern keinen Baseball, sondern einen 15-Kilo-Brocken. Und zwar mit rund 100.000 bis 120.000 Joule. Das entspricht der Energie beim Aufprall eines Lieferwagens auf eine Wand mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. In einem Experiment wollen wir erstmals die Geschwindigkeit dieser mächtigen Waffe messen. Einer von uns hat so eine Radarpistole, wie die Polizei sie verwendet. Wenn wir feuern, wird er messen, wie schnell der Stein vom Brett wegfliegt und wie schnell seine Höchstgeschwindigkeit ist. Hinter der Beschleunigung auf 200 Kilometer pro Stunde steckt viel Energie. Die Beschleunigung lag unter einer Sekunde für 5 Meter, schneller als jeder Formel-1-Rennwagen und ebenso schnell wie ein Kampfjet. Ob mittelalterliche oder griechische und römische Katapulte ihrer Zeit, die Frage war nicht, ob die Festungsmauern fielen, sondern wann. Doch so ungeheuerlich diese Maschinen waren, es gab noch andere hervorragende Kriegsmaschinen in der Antike. In Syrakus entwickelte Archimedes um 220 v. Chr. Katapulte, die die größte unbesiegbare Armee der Antike schlagen sollten, die der Römer. Er erfand auch noch andere geniale Dinge, die selbst heutige Militärtechniker erstaunen würden. Die Insel Syrakus hatte einen schwachen Punkt, der sie verwundbar machte, den Hafen. Archimedes entwarf dafür eine beeindruckende Verteidigungseinrichtung. Archimedes erfand die sogenannte Klaue. Sie sollte die römischen Schiffe am Bug packen, ihn anheben und plötzlich wieder fallen lassen, damit das Schiff kentert. In der Überlieferung wurde die Klaue zu einer antiken Superwaffe, die ganze Flotten versenkt hat und römische Kapitäne das Fürchten lehrte. Heute nimmt man an, dass Archimedes eine noch listigere Maschine entwickelte. Sie lag verborgen auf dem Grund und sollte ahnungslose Schiffe treffen. Sie wurde Archimedes Schiffsschüttler genannt. Ein Schiff macht man am besten unschädlich, indem man es kippt. Die Menschen an Bord rutschen weg. Vielleicht konnte man es sogar umkippen, zumindest die Ruderer durcheinander bringen. Kamen sie sich mit den Rudern in die Quere, war es aus. Zwar gibt es keine archäologischen Funde, doch Berichte über ihre Existenz verweisen auf Archimedes. Die Schiffe sollten in den scheinbar unbefestigten Hafen einlaufen, doch die nichtsahnenden Seeleute fuhren geradewegs in eine Unterwasserfalle. Legte das Schiff an, sollte eine massive Spitze hochschnellen und das Schiff und seine Besatzung festnageln. Dann sollte eine große Klaue aus dem Wasser kommen und das Schiff ergreifen. Das hilflose Boot wurde angeblich durch einen Mechanismus von einer Seite auf die andere geschaukelt und schließlich mitsamt Besatzung unter Wasser gezogen. Der Schiffsschüttler des Archimedes wurde von Ochsen bewegt, die ihn an Seilen hin und her zogen. Die Ochsen waren hinter einer Wand unsichtbar verborgen, sodass der Hafen leer erschien. Der Schiffsschüttler war ein raffiniertes Gerät, um ahnungslose Römer zu täuschen, die glaubten, sicher anlegen zu können. Doch unter Wasser wartete ein gefährlicher Zerstörungsmechanismus auf die Schiffe. Die verblüffende Konstruktion könnte aus einem Hollywood-Film stammen. Zwar gibt es über sie nur Berichte, aber jedes einzelne Teil dieser Maschine verwendete Techniken, die damals gebräuchlich waren. In der Antike gab es viele Riesenmaschinen, doch vielleicht war keine so faszinierend wie die, die in Alexandria stand. Hier studierten und arbeiteten die größten Erfinder der alten Griechen und die Maschinen, die sie bauten, waren weit raffinierter, als wir es von antiken Maschinen erwarten.
Eine ihrer größten Leistungen war der Pharos von Alexandria. Er hatte eine Doppelfunktion. Er leitete einerseits Schiffe in den Hafen, konnte sie andererseits aber auch zerstören. Ein Gebäude in der antiken Welt beherbergte die größte und raffinierteste Maschine jener Zeit. Sein Ruf ging um die Welt und heute wird es zu den 7 Weltwundern der Antike gezählt. Es ist der Leuchtturm von Alexandria. Hier zogen viele Völker hindurch. Griechen, Römer, Byzantiner, Araber. Doch seit seiner Errichtung wurde der Leuchtturm von allen geachtet und keiner versuchte, ihn zu zerstören. Der Bau des Leuchtturms von Alexandria begann unter Ptolemäus dem I. und wurde unter Ptolemäus dem II. Vollendet. Es war ein enormes Bauwerk. Der etwa zwischen 115 und 160 Meter hohe Turm war ein antiker Wolkenkratzer. Man glaubt, dass er der höchste je gebaute Turm vor der Errichtung des Eiffelturmes im Jahr 1889 war. Er war das größte Bauwerk seiner Zeit. Und er stand nicht zufällig in Ägypten, wo es eine Tradition riesiger Bauwerke wie zum Beispiel der Pyramiden gab. Der Pharos von Alexandria entstand etwa um 290 vor Christus. Er diente vor allem der Ansteuerung des Hafens von Alexandria. Heute steht an seiner Stelle ein militärisches Fort. Zwar ist vom Leuchtturm nichts übrig geblieben, aber im Hafen haben Archäologen vor kurzem antike Funde gemacht, aufgrund derer vielleicht die Geschichte umgeschrieben werden muss. Die meisten Bausteine für den Leuchtturm stammen aus Südägypten. Im Wasser fanden wir sehr viel Granit. Der Leuchtturm bestand größtenteils aus rosafarbenem Granit aus Assuan. Unterhalb des ehemaligen Leuchtturms liegen große rosafarbene Granitblöcke. Sie gehörten nach Ansicht von Archäologen zum Leuchtturm. Doch im Hafen von Alexandria liegen noch interessantere Objekte. Wir sind jetzt über der Stelle, wo die Steinblöcke liegen. Sie stammen vom Pharos von Alexandria. Einige dienten zur Verzierung des Gebäudes, besonders des Eingangs. Ein anderes Relikt aus der Antike könnte Aufschluss über den Bau des Turmes geben. Es ist der sogenannte Alabaster-Torweg. Man glaubt, dass der Eingang zum Leuchtturm sehr ähnlich gebaut war. Die Größe des Leuchtturms dominierte die Silhouette Alexandrias länger als 1000 Jahre. Wegen seiner besonderen Bauweise überdauerte er so lange Zeit. Der Leuchtturm bestand aus 3 Abschnitten. Der Unterbau war rechteckig, die mittlere Sektion achteckig, die dritte rund. Ganz obendrauf war die Leuchtfeuerlaterne. Ptolemäus der I. und der II. Bauten größer und besser als alle anderen. Der Turm ist steingewordene Propaganda. Manche Leute glauben, dass es am Leuchtturm außergewöhnliche mechanische Automaten gegeben habe. Auf der 2. Ebene standen 8 Bronzestatuen, die dem Sonnenlauf gefolgt sein sollen. Wir wissen aber nicht, wie das möglich war und ob das wahr ist. Ein anderer Automat soll die Stunden des Tages mit melodischen Tönen angezeigt haben. Einige Schriften berichten, dass der Leuchtturm auch als eine Art Fernrohr gedient habe. Ich glaube nicht, dass er das erste Fernrohr in der Geschichte war. Man konnte allerdings hinaufgehen und von oben einen Panoramablick über das Nildelta und das Meer genießen. Die Vorstellung, der Leuchtturm habe als Fernrohr gedient, mit dem die Ägypter beobachten konnten, ob die Führer Konstantinopels, der anderen großen Stadt der Antike, eine Angriffsflotte rüsteten, ist reine Fantasie. Allein die Erdkrümmung ließ das nicht zu. War der Leuchtturm dennoch ein Frühwarnsystem? Richard Windley hat ein Modell eines Gerätes gebaut, das möglicherweise zur Ausrüstung des Leuchtturms gehörte. Philon von Byzanz war einer der großen Geister seiner Zeit.
Es wird gesagt, dass er ein Warnsystem entworfen und gebaut habe, das auf dem Leuchtturm angebracht war. Es soll sich um eine dampfbetriebene Sirene handeln. Vor 2000 Jahren gab es in dem Leuchtturm ein großes Leuchtfeuer. In dem riesigen Bau wurde dabei viel Hitze erzeugt, die dampfbetriebene Geräte antreiben konnte. Hier haben wir einen kleinen Kessel. Der darin erzeugte Dampf geht durch dieses Rohr mit dem Verschlussventil. In diesem Bereich befindet sich eine Scheibe mit kleinen Löchern darin, die sich durch den Dampfdruck dreht und dabei durch die Löcher einen hörbaren Ton erzeugt. Wird Druckluft durch dieses Gerät geblasen, entweder durch Dampf oder eine moderne Pumpe, wird an dem Modell deutlich, dass der Leuchtturm von Alexandria auch ein Warnsystem gewesen sein könnte. Doch nicht nur Töne wurden erzeugt, man konnte auch die Energie des Lichtes nutzen. Vor allem diente das Leuchtfeuer den Schiffen zum sicheren Ansteuern des Hafens von Alexandria. Zur Befeuerung der Laterne diente offenes Feuer oder reflektiertes Licht. Die Tragweite des Leuchtfeuers betrug fast 50 Kilometer. Dabei stellt die Art der Befeuerung noch ein großes Rätsel dar. Es gab zum Beispiel kein Brennholz in Ägypten, weil es keine großen Wälder gab, wo man es schlagen konnte. Ohne große Holzvorräte musste das Licht in der Nacht mit so wenig Brennmaterial wie möglich auskommen. Daher glauben Experten, dass ein relativ kleiner Feuerschein verstärkt wurde. Eine Theorie sagt, dass das Feuer auf dem Boden des Turmes brannte und durch ein komplexes Spiegelsystem fast wie ein antikes Laserlicht nach oben und schließlich nach draußen gelenkt wurde. Doch gab es die dafür erforderliche optische Technik? Alexandria und Pergamon waren darin führend. Sie wussten, wie man Licht bricht und fokussiert. Sie kannten Lichtspiele und optische Gesetze. Eine andere Theorie besagt, dass das Feuer oben in der Laterne brannte und nach außen reflektiert wurde. In alten Texten wird von einem seltsamen Kristall geschrieben, der das Licht weithin sichtbar machte. Tagsüber soll ein Spiegel das Sonnenlicht reflektiert haben. Richard Windley hat mit der Spiegeltechnik experimentiert. Bei der Höhe des Leuchtturms lag die Horizontlinie 50 Kilometer entfernt. Das kann ein großer Spiegel schaffen. Meine Theorie ist, dass ein präzise ausgerichteter Spiegel das Sonnenlicht aus dieser Richtung genau senkrecht nach unten auf einen drehbaren Spiegel gelenkt hat, der es dann rundum abstrahlte. Dazu müssten die Einfallswinkel mit größter Präzision berechnet werden. Kleinste Fehler hätten zur Folge, dass der Strahl falsch gelenkt wird. Mit Ausgleichsvorrichtungen und miteinander verbundenen Hebeln wurde der Winkel des Spiegels beim Umlauf automatisch korrigiert. Wird Windleys Modell im Test funktionieren? Ich drehe die Kurbel und schon wird der Sonnenstrahl reflektiert. Unser Leuchtturm. Eine weitere Theorie besagt, dass der Leuchtturm multifunktional war und unter anderem auch als Waffe diente. Man konnte die Strahlen auch als Waffe einsetzen. Das war in der Antike keine neue Idee. Schon Archimedes soll mit Brennspiegeln feindliche Schiffe in Brand gesetzt haben. Die Reflektoren des Leuchtturms von Alexandria haben Ähnlichkeit mit denen des Archimedes, mit denen er die römischen Schiffe vor Syrakus anzündete. Zwar ist die Effektivität antiker Spiegeltechniken bis heute ungeklärt, doch bleibt der Bau des großartigen Leuchtturms von Alexandria eine eindrucksvolle Leistung. Er stand 1600 Jahre lang bis ins 13. Jahrhundert, bis er bei einem Erdbeben zerstört wurde. Wir glauben nur zu gern, dass Riesenmaschinen erst im 20. Jahrhundert geschaffen wurden. Doch das ist falsch. Neue Forschungen mit modernen Techniken haben gezeigt, dass viele der berühmten Bauwerke der Antike ohne komplizierte Maschinen nicht errichtet werden konnten. In Zukunft werden wir noch mehr ausgefeilte Maschinen entdecken und überdenken müssen, wie fortschrittlich unsere Vorfahren wirklich waren.
Um den antiken Erfindern gerecht zu werden, müssen wir einsehen, dass Riesenmaschinen schon im Altertum erfunden wurden. Flaschenzugblöcke. Einen Block hier unten und einen da oben. Wir haben hier mehrere miteinander verbundene Maschinen. Um den Kraftaufwand zu verringern, muss man das Seil verlängern. Geschieht das mehrfach hintereinander, ist das sehr effektiv. Der Xanthener-Kran benutzt Flaschenzüge zur Kraftverstärkung. In der Antike hatte man noch andere, sehr raffinierte Kniffe in petto. Man benutzte Räder mit automatischem Antrieb und machte daraus eine Riesenmaschine. In Südfrankreich findet man in Barbegal Überreste einer bahnbrechenden Technik. Den Antrieb einer Mühle besorgten 16 Wasserräder. Doch bei unserem Bemühen, hinter die Geheimnisse der antiken Riesenmaschinen zu kommen, ergeben sich immer weitere Rätsel. Wie haben die Menschen damals die Steine zurechtgesägt, die sie für so große Bauwerke benötigten? Überall auf der Erde hat der Mensch große Steinbauten errichtet. Die römischen Statuen, die griechischen Tempel und die ägyptischen Pyramiden. Heutige Ingenieure wollen ergründen, welche Riesenmaschinen für diese Bauten benutzt wurden. Ein bemerkenswerter Fund wirft die überraschende Frage auf: Hat man damals eine mechanische Säge mit mehreren Blättern verwendet? Die antiken Riesenbauten haben wahrhaft erstaunliche Ausmaße. Jahrtausende bevor es moderne Lastwagen, Kräne und Bagger gab, wurden kolossale Gebäude aus Stein errichtet. Früher glaubte man, dass diese architektonischen Wunder nur mit Hilfe der Muskelkraft tausender Ochsen und Sklaven vollbracht werden konnten. Heute entdeckt man, dass unsere Vorfahren riesige Maschinen benutzten. Die Steine zum Bau der Akropolis wiegen 20-mal mehr als die Freiheitsstatue. Dennoch ist es die schiere Größe der römischen Bauten, die am meisten beeindruckt. Am äußersten Rand des Römischen Reiches, im Libanon, liegt der Stein des Südens. Mit über 1200 Tonnen Gewicht ist dieser Obelisk der größte bearbeitete Stein, der je gefunden wurde. Wie schnitt man in der Antike die Steine für die Bauprojekte zu? Und wie wurden sie über hunderte von Kilometern zur Baustelle transportiert? Unsere Frage nach den Maschinen, mit denen der Stein des Südens bearbeitet und transportiert wurde, führt uns 4500 Jahre zurück, zu den legendären Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Es dauerte 100 Jahre, die 2,4 Millionen Kalksteinblöcke aufzuschichten. Doch welche Maschinen benutzten die Ägypter, um dieses Weltwunder zu errichten? Dieser große Stein- und Trümmerhaufen ist der Überrest einer Baurampe, auf der die Steine beim Bau des Turmes nach oben gebracht wurden. Der Turmbau blieb unvollendet. Als der Tempel Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegt wurde, ließ man diesen Steinhaufen liegen, um die damalige Bautechnik zu verdeutlichen. An beiden Seiten wurden Rampen gebaut, damit zwei Arbeitsgruppen gleichzeitig auf jeder Seite bauen konnten. Am Karnak-Tempel in Ägypten finden sich noch mehr Hinweise auf die Technik damaliger Tempelbauer. Hatte man die Blöcke für einen Teil des Tempels aufgeschichtet, dann wurden sie, wie bei dieser Säule hier, in die gewünschte Form zurechtgeschnitten. Man formte den Tempel also regelrecht aus den Blöcken. Diese wurden in eine runde Form gebracht, und zwar von oben nach unten, und so lange bearbeitet, bis sie die richtigen Maße und Formen hatten. Doch wie wurden diese 1000 Tonnen schweren Steine angehoben und durch Ägypten transportiert? Im Steinbruch von Aswan gibt es einen monumentalen Hinweis. Dies ist der berühmte unvollendete Obelisk, der noch im Grundgestein liegt. An ihm kann man den Bearbeitungsvorgang nachvollziehen. Die Arbeit an ihm wurde aufgegeben, als sich im unteren Abschnitt ein Riss bildete. Er ist 40 Meter lang. Der fertige Obelisk hätte 1000 Tonnen gewogen.
Einen Obelisken wie den Unvollendeten von Assuan aus seinem Bett zu heben, wäre selbst heute mit unseren modernen Maschinen und Kränen schwierig. Hier liegt also ein kleines Geheimnis, wie man das geschafft hat. Aber man hat es geschafft. Wie konnte den Ägyptern das ohne Kran gelungen sein? Eine Möglichkeit ist, dass sie den Obelisken zum Rand einer trichterförmigen Grube gezogen und ihn dann hinabgelassen haben. Als der Obelisk dann senkrecht stand, haben sie die Ränder der Grube abgetragen. Eine alternative Möglichkeit ist die, dass der Obelisk um 34 Grad aufgerichtet und dann mit Seilen und Muskelkraft aufgestiegen ist. Sizilien. Er, der später der Urvater der Erfinder genannt wurde, war ein Visionär, dessen Ideen seiner Zeit weit voraus waren. Archimedes entdeckte ein mathematisches Gesetz, das Grundlage unzähliger moderner Maschinen, vom Kran bis hin zum Auto ist, das Hebelgesetz. Er berechnete, dass man schwerste Objekte mit geringer Kraft heben kann, wenn man den richtigen Hebel und den richtigen Hebelwinkel verwendet. Berühmt ist sein Ausspruch, dass er die ganze Welt aushebeln könnte, hätte er nur einen genügend langen Hebel. Erst die Entdeckung des Hebelgesetzes durch Archimedes machte es möglich, dass große Maschinen konstruiert werden konnten. Doch wurden seine Ideen je von seinen Zeitgenossen umgesetzt? Diese Zeichnung zeigt den Hafen von Amathos auf Zypern, der die Schiffe vor der rauen See schützen sollte. Der Hafen war ein riesiger Bau, für den 5000 große Steinblöcke von je 3 Tonnen Gewicht als Schutz gegen die Wogen des Mittelmeeres aufgeschichtet wurden. Das geschah wahrscheinlich mit einer Maschine, die über Hebel, Flaschenzüge und Winden verfügte, sodass sie große Gewichte heben konnte. Nachdem ein Abschnitt fertig war, konnte der Kran auf ihn zum nächsten vorgerückt werden. Mit dem Hafenkran von Amathos wurden Kräne zu beweglichen Maschinen, die den Gegebenheiten fast jeder Umgebung angepasst werden konnten. Es gab aber noch eine andere Riesenmaschine in Griechenland, mit der das vielleicht wichtigste Bauwerk der Antike errichtet wurde. In der klassischen Periode zwischen 500 und 336 vor Christus wurden 3 Tempel auf der Akropolis von Athen gebaut. Das Erechtheion, der Nike und der Parthenon-Tempel. Der Parthenon vereint die Architektur der Klassik mit allerhöchster Ästhetik. Das Besondere machen seine kleinen Geheimnisse aus. Dieses Gebäude symbolisiert die großen Errungenschaften der alten Griechen. Es steht seit 2500 Jahren dort oben auf der Akropolis. Die handwerkliche Meisterschaft beim Bau griechischer Tempel ist nie übertroffen worden. Jeder Block wurde handgefertigt und mit einem raffinierten Kran an seinen Platz gesetzt. Wir wissen viel über Kräne dank der Informationen, die die antiken Baumeister hinterlassen haben. Es gibt in Marmor gehauene Abbildungen. Ein Kran wurde von 10 Männern bedient. Er war 27 Meter hoch und konnte einen Block parallel zum Bauwerk hochhieven. Dann wurde der Kran zum Bau hin geneigt. Auf diese Weise war es möglich, den Block auch horizontal zu bewegen und ihn dann langsam auf seinem vorgesehenen Platz abzusetzen. Was zeichnete diese Riesenmaschine aus? Produktivität. Die Riesenkräne der Antike konnten Gewichte bis zu 20 Tonnen heben. Allein die Winde erhöhte die Kraft eines Mannes um das 20-fache, die Flaschenzüge noch einmal um das 3-fache. Die Kombination von Winden und Flaschenzügen bedeutete, dass die Arbeit von 600 Arbeitern von nur 10 Männern geleistet werden konnte. Die Produktivität verbesserte sich beträchtlich. Die Riesenkräne von Athen konnten alle 15 Minuten einen Block setzen. Da wundert es nicht, dass der gesamte Parthenon-Tempel in weniger als 10 Jahren vollendet wurde, einem Zehntel der Bauzeit der Pyramide von Gizeh. Manche glauben, dass wir heute nicht mehr das Können haben, um mit der Qualität der Bauten der alten Griechen mitzuhalten, die die Steine unglaublich präzise zurechtschnitten und setzten.
Keiner kennt das Geheimnis hinter dieser Arbeit. Das Wissen darüber ist verloren gegangen. Heute versuchen wir zu begreifen, wie sie es gemacht haben. Man kommt nicht in diese Fuge hinein. Das heißt, sie ist perfekt. Die Marmorblöcke sitzen nahtlos aufeinander. Unglaublich. Es gibt Hinweise, dass im Altertum überall auf der Erde Kräne benutzt wurden, sogar bei fantastischen, zirkusähnlichen Veranstaltungen. Alte Schriften sprechen von einem Orakel der Toten genannten Gerät, das bei bizarren Geheimritualen Verwendung fand. Die Menschen erhielten berauschende Getränke und wurden zu einer dunklen Höhle geführt. Dort hing, ähnlich wie bei heutigen Zaubershows, ein Priester an einem Kranseil. Auf die Menschen wirkte er wie eine über ihnen schwebende Geistererscheinung. Konnten unsere Ahnen wirklich so eine aufwendige Maschine bauen? Auf absehbare Zeit wird das Geheimnis des Orakels der Toten ungelöst bleiben. Wir werden aber weiterhin erforschen, wie und weshalb die großen antiken Zivilisationen Kräne verwendet haben. Dabei wird schon jetzt deutlich, dass die Römer darin Meisterliches erreichten. Vielleicht können wir auch herausfinden, wie ihnen Riesenmaschinen beim Aufbau ihres Weltreiches halfen. Doch neuere Hinweise legen nahe, dass die Ägypter fortschrittlicher waren, als wir bisher annahmen. Bei Karnak stießen Archäologen auf einen bedeutenden Fund. Einen riesigen Steinblock, der offenbar nicht von Hand, sondern von einer Maschine bearbeitet worden ist. Hatten die Ägypter womöglich mechanische Sägen? Hier am Basaltboden kann man deutliche Sägespuren sehen, die durch die Bearbeitung des Blockes entstanden. Es gibt Anzeichen dafür, dass die massiven Blöcke in den Steinbrüchen mechanisch zersägt wurden. Eine Sägemaschine stellt man sich so vor, dass sie aus einem Rahmen bestand, der an den Seiten des Steinbruchs befestigt war. Auf dem Rahmen lag ein großer, schwerer Block, an dem unten ein Sägeblatt befestigt war und der von Ochsengespannen hin und her gezogen wurde. Mensch und Tier arbeiteten beim Zersägen zusammen. In einem heutigen Steinbruch in Ägypten wird nach demselben Prinzip gearbeitet. Hier sind Millionen Tonnen Steinblöcke mit mechanischen Sägen herausgeschnitten worden, die statt von Ochsen von einem Dieselmotor angetrieben werden. Die alten Ägypter sägten Felsblöcke für einige der größten Monumente aus, die Menschen je gebaut haben. Spuren im jordanischen Gerasa deuten darauf hin, dass die Menschen der Antike sogar noch fortschrittlichere Sägemethoden kannten. In der nahe Amman gelegenen Stadt Gerasa gibt es viele antike Ruinen. Archäologen glauben, dass sich in diesen Ruinen einst eine Art Fabrik zur industriellen Fertigung von gesägten Steinblöcken befand. Die Byzantiner verkleideten Kalksteinwände gern mit einer dünnen Marmorauflage. Diese kostensparende Methode nutzten auch die Römer beim Bau ihrer hübschen Gebäude in ihrem ausgedehnten Reich. Diese Kalksteinsäule soll der Schlüssel zu einem faszinierenden Geheimnis sein. Enthält sie Spuren einer antiken mechanischen Säge? Dieser Stein ist Teil einer Säule. In der byzantinischen Zeit wurde sie hierher gebracht, um daraus Platten zu machen. Es ist so perfekt, dass es nicht von Hand, sondern von einer Maschine gemacht sein muss. Dies ist eine Rekonstruktion der hier vermutlich verwendeten Maschine. Tausende Liter Wasser trieben ein Wasserrad an, das wiederum eine Holzstange hin und her bewegte, die die für die großen Sägeblätter notwendige Energie übertrug. Durch die Lage der Kurbelscheiben wissen wir, wo sich das Wasserrad befand. Die Kurbelscheiben der Maschine waren mit zwei Balken verbunden, an denen je ein Vierfachsägeblatt befestigt war, das die Marmorsäule zersägte. Man benutzte Sand als Schleifmittel. Der Sand sorgte für die Reibung, durch die die Eisensägeblätter tief in den Stein schneiden konnten. Die automatische Sägemühle in Gerasa ist eine faszinierende neue Entdeckung. Wir vermuten jetzt, dass es vor Jahrtausenden ähnliche Sägewerke auf der ganzen Erde gab.
Automatische Riesenmaschinen sind demnach keine Errungenschaft der Moderne. Schon unsere Vorfahren haben sie verwendet. Doch wieder waren es die Römer, die diese antiken Maschinen optimierten. In einem 2000 Jahre alten Text des römischen Schriftstellers Plinius gibt es die Beschreibung einer in der Antike einmaligen Sägemaschine. Wie man glaubt, beschreibt Plinius die erste mechanische, mit Wasserkraft betriebene Säge. Doch es ist nur eine Beschreibung. Niemand weiß, ob sie tatsächlich funktionierte. Richard Windley ist Modellbauer und Experte in der Rekonstruktion antiker Erfindungen. So wie dieses Modell könnte die Maschine ausgesehen haben. Die Antriebskraft kommt vom Wasserrad. Das dreht sich und auf seiner Achse sitzt das Antriebsrad, über das das Sägeband läuft. Es funktioniert nach dem Schmirgelprinzip, wobei der Schmirgelsand mit Wasser vermischt wird. Man nimmt an, dass ein Arbeiter auf dem Block saß und die Schmirgelflüssigkeit auf das umlaufende Sägeband goss. War der Block durchgesägt, wurde er zur Seite geschafft und der nächste kam an die Reihe. Liegt in Plinius' Maschine, die nur mit Sand, Draht und Wasser arbeitete, die Erklärung, wie die Römer große Bausteine herstellen konnten? Ebenso wie unsere Vorfahren Maschinen erfanden, die Felsen zerteilten, schufen sie Riesenmaschinen, die die Feinde auf dem Schlachtfeld zerschmetterten. Sie bauten riesige Kriegsmaschinen, furchtbare Belagerungsmaschinen, die Städte zerstören konnten, und Supermaschinen, die ganz... Die alten Griechen benutzten beim Bau ihrer Tempel und Monumente große Kräne. Doch erst eine antike Supermacht entwickelte diese Technik entscheidend weiter. Die Römer. Das mächtige Römische Reich erstreckte sich über fast 5000 Kilometer, von Britannien im Nordwesten bis zum Jordan im Südosten. Um die vielen Völker beherrschen zu können, musste den raschen Eroberungen ein schnelles Bauprogramm folgen. Die Monumente erinnerten die Völker jahrhundertelang an ihre Niederlage. Doch die Römer hatten nicht Jahrhunderte Zeit wie die Ägypter, um ihre Bauwerke zu errichten. Sie mussten schnell bauen und große Kräne einsetzen, um ihre Bauten in Rekordzeit hochzuziehen. Rom verließ sich dabei auf das Genie eines seiner besten Architekten, Vitruv. Er entwarf verschiedene Kräne, mit denen die Kolossalbauten des Römischen Reiches errichtet wurden. Sein wichtigster Entwurf vervielfältigte die Hebekraft der Maschine mit Hilfe eines Rades, in dessen Innenseite 5 Männer liefen. Er verwendete auch eine verblüffende Technik zum Anheben der Marmorblöcke. Genau passende Metallkeile wurden in eine besonders geformte Aushöhlung des Blocks eingeführt. Waren alle 3 Keile eingesetzt und mit einem Splint gesichert, konnte der Block angehoben werden. Durch ihr großes Eigengewicht fügten sich die Blöcke fest aufeinander. Es war eine geniale Methode, Blöcke zu heben, ohne Seile unter ihnen durchziehen zu müssen. Einige der eindrucksvollsten Bauwerke Roms wurden mit demselben Riesenkrantyp errichtet, so auch die Trajanssäule. Die Säule ist ein auffallendes Monument, das Rom überragt. Sie war einst von großen Gebäuden der Römer umgeben. Kaiser Trajans Regentenname war Trajan Optimus Maximus, der beste und größte von allen. Als größtem Kaiser gebührte ihm natürlich die höchste Säule. Das Bauwerk ist 30 Meter hoch und ist aus 18 je 40 Tonnen schweren Marmorscheiben gebaut, die mit außerordentlicher Präzision aufeinander passen. In der Säule ist eine Wendeltreppe. Die Fenster sind kleine Schlitze. Man musste in jede Scheibe die Treppe hineinschneiden und sie perfekt aufeinander anpassen. Damit die Blöcke unverrückbar bleiben, musste man sie absolut sicher miteinander verbinden. Mit welcher Art Kran könnten die Arbeiten ausgeführt worden sein? Auf einem Grabsteinrelief im Mausoleum der Hatterier findet sich ein bedeutender Hinweis, wie Kräne im alten Rom benutzt worden sind.
Das Relief zeigt, dass die Römer fünffach Flaschenzüge kannten, die von fünf Spezialisten bedient wurden. Und es beweist endgültig, dass die Römer eine besser entwickelte Krantechnik als alle anderen antiken Völker hatten. Die römischen Baumeister der Trajansäule benutzten die raffiniertesten Kräne ihrer Zeit. Auch die von den Römern aus Ägypten herangeschafften Obelisken wurden mit diesen mächtigen Maschinen aufgerichtet. Leider ist kein antiker Kran vollständig erhalten geblieben. Nur anhand dieser Obelisken kann man erahnen, wie die alten Baumeister Kräne benutzt haben. In Deutschland haben Ingenieure erstmals den Versuch unternommen, einen antiken Kran zu rekonstruieren. Hilft uns vielleicht das weiter, um deren Bauweise kennenzulernen? Dieser Kran wurde vor 20 Jahren als Rekonstruktion gebaut. Dieser Teil ist die Winde des Krans. Hiermit werden die Flaschenzüge bewegt. Vier Männer müssen an diesen Handgriffen drehen und dadurch das Seil auf dieser senkrechten Achse aufwickeln. Von der Winde führt das Seil zum Kran, wo es auf einer Trommel aufgerollt ist. Das ist ein sehr einfaches Transmissionsprinzip. Während das Seil vom großen Rad abspult, wird ein anderes, mit dem der Stein hochgehievt wird, auf der Achse aufgerollt. Dies ist sozusagen das Kraftzentrum des Krans mit vierfacher Transmission. Man braucht also ein vierfach längeres Seil, dafür aber nur ein Viertel der Kraft zum Heben. Diese erstaunliche Maschine arbeitet nach demselben Prinzip wie ein modernes Getriebe. Das Transmissionsprinzip verlängert das Seil, verringert aber den nötigen Kraftaufwand. Hier sehen wir einen wichtigen Teil zum Hochhieven von Steinblöcken, nämlich ein paar mehrrädrige. Überall auf der Erde findet man Spuren unserer Ahnen. Es gibt jahrtausende alte Wolkenkratzer. Alte Schriften berichten von furchterregenden, riesigen Waffen und von Überresten riesiger Bauwerke auf dem Meeresgrund. Wie haben damalige Ingenieure solche Werke vollbringen können? Riesenmaschinen. Mit der Wiederentdeckung der erstaunlichen Technik der Vergangenheit müssen wir unser vermeintliches Wissen über frühere Zivilisationen revidieren. Dies ist die Geschichte der stärksten, kompliziertesten und eindrucksvollsten Maschinen der Vergangenheit. Wir haben heute kaum eine Ahnung davon, dass es vor Jahrtausenden riesige Maschinen auf der Erde gab. Kräne, die tonnenschweren Marmor hoben. Unterwasserklauen, die Schiffe packten und auf den Grund hinunterzogen. Und wasserkraftbetriebene Sägen. Mit diesen Geräten wurden wundervolle Tempel und himmelhohe Monumente errichtet. Einige Maschinen würden sogar auf heutige Baustellen passen. Ein Besucher antiker Baustellen würde dort Maschinen entdecken, die man heutzutage auch auf modernen Baustellen findet. Aber Riesenmaschinen gab es auch da, wo neue Technik schon immer ausprobiert wurde, auf dem Schlachtfeld. Einfache Handwaffen wurden durch gigantische Katapulte und Steinschleudermaschinen ersetzt. Massenvernichtungswaffen der Antike. Heutige Ingenieure untersuchen deren erstaunliche Komplexität und Arbeitsweise. Im Altertum gab es riesige Bauwerke, Tempel, Amphitheater und Ähnliches. Sie zu bauen war natürlich eine schwierige Aufgabe. Überall auf der Erde, im Wüstenreich Karthago, ebenso wie im Weltreich Rom, haben die großen Zivilisationen monumentale Bauwerke errichtet. Doch wie sahen die Baumaschinen dafür aus? Kann die moderne Wissenschaft herausfinden, wie die antike Technik funktionierte? Am weitesten verbreitet waren mächtige Kräne, mit denen große Gewichte gehoben wurden. Alte Schriften berichten, dass der erste Kran 500 vor Christus beim Bau der Tempel von Ephesus in der heutigen Türkei benutzt wurde.
Neue Forschungen lassen aber vermuten, dass der erste Kran schon viel früher als heute angenommen eingesetzt wurde. In Korinth, das einst Mittelpunkt des antiken Griechenland war, haben Archäologen überraschende Funde gemacht. Bei einer Grabung fanden Studenten der Athener American School of Classic Studies zwei etwa 3000 Jahre alte Kalksteinsärge. Wir wussten, dass hier ein Grab sein könnte, weil Teile des Gewölbes zu sehen waren. Aber die Studenten waren sich nicht ganz sicher. Nach einigen Tagen des Grabens stießen wir auf eine mächtige Deckplatte. Da wussten wir, dass es sich um ein bedeutendes Grab handelt. Die Archäologen staunten über die beiden enormen Sarkophage, besonders aber über deren Gewicht. Das in Ost-West-Richtung liegende Grab misst 3 mal 2 Meter und der Sarkophag ist riesig. Die beiden je über 3 Tonnen wiegenden Särge können nicht von Hand ins Grab gesenkt worden sein. Wie konnten die alten Griechen mit so großen Objekten so präzise hantieren? Am einfachsten war es wahrscheinlich, den Stein über Rollbalken von Ochsen hierher ziehen zu lassen. So haben sie den Sarkophag über das Loch gerollt und mit Seilen gesichert, die sie um seitlich eingerammte Pfosten geschlungen hatten. Damit konnten sie das Gewicht des Sarkophags halten und ihn, nachdem sie die Rollbalken entfernt hatten, mit Hilfe des bremsenden Reibungswiderstandes der Seile an den Pfosten langsam hinablassen. Doch die Archäologen haben heute eine andere Theorie. Die Griechen haben einen Kran zum Herablassen des Sarges benutzt. Sie glauben, dass der Kran dreieckige Seitenstützen hatte und dass der Sarg mit Seilen, die über den Querbalken liefen, präzise abgesenkt werden konnte. Hier befindet sich ein unterirdischer Monumentalbau für Tote. Von hier ist es nicht weit zu den oberirdischen Monumentalbauten um etwa 900 vor Christus. Doch bleiben wir noch beim Rätsel der Sarkophage von Korinth und dem ersten Kran. Sie lassen vermuten, dass womöglich noch weitere riesige Maschinen der Antike unter der Erde auf ihre Entdeckung warten. Auch wenn bei den Särgen von Korinth der erste Kran tätig wurde, so brauchte es ein wahres Genie, um dessen komplexe Wirkungsweise zu erklären. Dieses Genie war Archimedes. Er lebte im 3. Jahrhundert vor Christus in Syrakus, dem heutigen